Wo sonst, wenn nicht in Österreich am Hintertuxer Gletscher? Noch kann er nur erahnt werden, hier am Ende des Tuxertales, ein Nebental des Zillertales. Von der Talstation aus der Gemeinde Hintertux führt die Seilbahn über drei Sektionen hinauf zum Gletscher auf eine Höhe von 3250 Metern. Die erste Sektion der Bahn endet auf der Sommerbergalm auf einer Höhe von 2100 Meter, die auch in einer leichten Bergwanderung erreichbar ist. Im Winter ist die Alm ein beliebtes Skigebiet. Hier beginnt die zweite Sektion der Seilbahn hinauf zum Fernerhaus auf eine Höhenlage von 2660 Metern. Das Fernerhaus gilt als der zentrale Punkt des Gletscher-Skigebietes in Hintertux. Das Haus wurde 1969 als Restaurant mit 200 Sitzplätzen eröffnet. Infolge des Fehlens einer Straße wurden alle Baumaterialien per Einsessellift transportiert. In den Folgejahren wurde das Haus auf ca. 900 Plätze erweitert. Hier am Fernerhaus beginnt die Sektion 3 der Seilbahn, auch Gletscherbus 3 genannt. Sie überwindet 636 Höhenmeter während der Fahrt bis zur Station Gefrorene Wand in 3250 Meter Höhe. Die Ausfahrt aus der Station ist als Lawinentunnel errichtet. Mit einer Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde beträgt die Fahrzeit ca. 6 Minuten. Die Streckenlänge 1900 Meter. Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahres-Skigebiet und sichert schneesichere Abfahrten. Die gefrorene Wand stellt der Nordgipfel mit 3288 Meter Höhe vor uns und den Südgipfel hinter der Bergstation mit 3270 Metern dar. Im Jahre 1999 wurde die dritte Sektion fertiggestellt. Sie ist zweifelsohne die spektakulärste. Auf ihrem Weg überwindet die Bahn 12 Zwischenstützen. 3000 Personen in der Stunde befördert die Anlage. Von hier oben sind Teile der 20 Pistenkilometer zu sehen, die im Sommer für die Skifahrer viel Spaß bedeuten. Ein Gletscherflohmarkt lässt die Herzen der Gletscherbesucher höher schlagen. Eine Schneeballschlacht veranstalten oder mit dem Reifenkarussell unterwegs sein. Wo kann man das schon im Sommer? Die Panoramaterrasse über der Bergstation ist von jedermann erreichbar. Sie bietet faszinierende Aussichten auf die Tiroler Bergwelt. Mit fantastischen Eindrücken verlassen die Besucher die gefrorene Wand. Vorbei an der Nordspitze bewegt sich die Gondel auf einer abfallenden Strecke von ca. 90 Grad ins Tal und bringt die Besucher zur Station Fernerhaus, welches sich mit der Geschwindigkeit der Bahn näher bewegt.